Herzlich willkommen bei Kassettenbiest. Wir sind in Hafenstadt, haben die Aufgabe bekommen, uns ein bisschen umzuhören. Quest, all I ever needed. Frage die Bewohner von Hafenstadt, ob sie Merediths Lieblingsplatte gesehen haben. Wir sind dabei, also eine Ranger-Aufgabe zu machen. Und ich hoffe, ich finde irgendjemanden jetzt, der wirklich was gesehen hat. Intro. Und dann geht's mit der Kleinen hier auf die Tour. So, jetzt wird's spannend. Die Frage ist wirklich, wen ich fragen muss. Hey! So spontan habe ich nämlich niemanden gesehen, der ein Ausrufezeichen im Kopf hat. Okay, das sind nur die Läden hier. Die sind zu teuer. Und die wird dann auch Sticker haben. So. Wie wäre es denn hier zum Beispiel in der Gilde? Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der Gerichte. Das bringt auch nichts, sehr schön. Okay, das hat nicht geklappt. Schade. Das war das Krankenhaus. Ah, okay, das war Kayleys Haus. Alles klar. Hey. Oh. Okay, die hat schon aufgegeben. Sehr schön. So. Bräuchte mal einen Hinweis hier. Well. Bauarbeiter. Ein altes Buch mit jeder Menge seltsamer Wörter. Okay, das soll ich ja. Sehr schön. Okay, ja, das ist auch eine Idee, alte Kassetten zu verwerten, die man nicht mehr braucht. Weil ich ja jetzt neue und bessere Kassetten erlernen kann, ist das sogar gar nicht mal so dumm. Hm.
Aber es hat wirklich niemand einen Tipp. Irgendwas läuft hier nicht ganz richtig im Moment. Für meinen Geschmack müsste ja hier auch jemand dann ein Ausrufezeichen über dem Kopf haben. Das sieht interessant aus. Das ist der Wahrsager? Welcome. Willkommen, wissbegierige Seelen. Möchtet ihr etwas über die Astralkünste erfahren? Würde es euch relativ kostenlos für einen kleinen Obolus vielleicht beibringen? Excellent. Ausgezeichnet. Ihr tätet gut daran, euch an meine Worte zu halten. Bestien des Astraltyps beziehen ihre Kraft aus den vier Grundelementen der Natur: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Eine Astralkreatur, die einem dieser vier Elemente ausgesetzt ist, wird verstärkt und damit unberechenbar stark. Allerdings kann ihre innere Harmonie durcheinander geraten, wenn sie unreinen Elementen, also Plastik, Gift und Metall, ausgesetzt wird. Denkt dran, wenn ihr die Gestalt einer Astralbestie annehmen möchtet. Ihr seid stark und gleichzeitig ultraschwach. Schön. Okay. Informations. So, und niemand hat etwas über die Schallplatte gehört, oder wie? Hallo! Oder komme ich auf die andere Seite hier rüber? Oberer Weg. Dann gucken wir mal. Ah, ich komme hier nicht lang. Das war das Problem. Ja, stimmt. Ist es auch nicht. Den Rest der Welt laden, okay. Ups. Okay, da komme ich nicht hin so. Tja. Jetzt habe ich alles, was man hier abrennen kann, einmal abgerannt. Und es gibt keinen Tipp. Und darüber komme ich nicht. Da ist die Brücke übrigens.
würde ich doch fast sagen, im Moment ist dieses Quest nicht machbar. Oder haben wir in der Kneipe was übersehen? Ja! Yeah. Bonjour! Ah! Non! Ah, toll, die letzte. Die letzte, die Frage, nein. Aber du kannst die Ranger im Rathaus fragen. Sehr schön. Das war jetzt echt die letzte Möglichkeit. Au revoir! So. Hi, Blutzeck. Ist irgendetwas? Und nein, ich habe nur zum Spaß Kopfhörer auf. Ich habe keine Schallplatte. Meredith ist auf der Suche nach einer Schallplatte. Du weißt aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit, genau diese zu finden, so ziemlich bei 0,000 liegt, oder? Unmöglich. Nein, das kann nicht sein. Die wirst du hier nicht finden. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Die Sachen auf Neuviral kommen aus einer Menge anderen Welten. Das sind sehr, sehr viele, mehr als du dir vorstellen kannst. Wirklich, alles kann von was anderem kommen. Nichtsdestotrotz könntest du in der Feldown Mall Glück haben. Das ist die Feldown Mall schon wieder. Oh, ja natürlich, sorry, du bist ja der Newbie hier, der Noob, der Anfänger, der Neuling. Ja, also, was ist die Mall? Im Norden von Neuviral gibt es ein Shopping-Center. Es ist vollkommen verlassen und erst vor ungefähr 15 Jahren hier erschienen. Keiner weiß, wo es hergekommen ist, aber auf einmal war es da. Da besorgen wir die gesamte Kleidung für die Bewohner. Ganz zu schweigen von unseren Kassettenspielern und Kassetten. Ohne diese wären wir aufgeschmissen. In der Mall gibt es einen Musikladen voller Schallplatten und Kassetten, der aber aus Sicherheitsgründen verschlossen ist, und das soll auch so bleiben. Es ist gefährlich dort. Immerhin sind die Kassettenvorräte ziemlich wichtig. Da ist es eine gute Idee, sie sicher aufzubewahren. Meinst du nicht auch? Falls die Platte da ist, könnte Meredith ihr Leben riskieren, nur um sie zu bekommen. Der rationale Teil in mir will ihr offiziell verbieten, das zu versuchen. Aber ich befürchte, sie tut es trotzdem. Aber wenn du sie begleitest, ist es vielleicht etwas sicherer. Hier, nimm das mit. Ein Umschlag mit einem Brief von Jante an Meredith. Es geht um die Platte, die Meredith sucht. Also geht doch. Oh, dann kenne ich jemanden, der gleich hier ausrasten wird, wenn er nicht mit darf. Und stattdessen Meredith womöglich mitgeht. Was ist das? Ein Brief? Wie kommst du an den Brief der Chefin? Oh. Das ist eine Notiz von Jante. Sie schreibt, dass meine Platte in der Folder Mall sein könnte und ich die Erlaubnis habe, dorthin zu gehen. Wahnsinn, wie hast du das geschafft? Ich verstehe. Nur wenn du mich begleitest. Die Schlüssel, um reinzukommen, sind auch dabei. Wie cool. Tja, sollen wir dann mal los? Aber sicher. Keine Sorge, Baby. Ich kann mich verteidigen. Ich bin ein Ranger. Du dachtest doch wohl nicht, ich hätte keinen eigenen Kassettenspieler, oder? Du wirst schon noch sehen, was in mir steckt. Den ganzen Tag hier rumzusitzen macht mich wahnsinnig. Ich schätze, dieses Album zu finden ist einfach das, wonach man streben kann und was eine gelungene Abwechslung ist. Wenn man nichts hat, was einen antreibt, dann könnte man auch tot sein, oder meinst du nicht? Weißt du, was mich gerade wirklich antreibt? Oder was dich genau genommen antreibt? Ja, der Weg nach Hause. Wie ich schon sagte, das ist unmöglich, aber du hast ein Ziel. Auch wenn es unmöglich ist, und das Ziel treibt dich voran. Aber wenn du mir hilfst, meine Schallplatte zu finden, helfe ich dir im Gegenzug, einen Weg nach Hause zu finden. Beide Sachen sind unwahrscheinlich, und wenn das eine klappt, wird das andere garantiert auch klappen. Hä? Meinst du nicht, dass ich viel cooler bin wie deine kleine Freundin, die dich begleitet?
Warum auch nicht? Immerhin brauche ich was Neues, wonach ich streben kann. Und ein neuer Freund wäre auch im Bereich des Möglichen. Entscheide dich einfach, wer die coolere von uns beiden ist. Freigeschaltet, Meredith. Meredith ist jetzt an deiner Seite. Ja, Glotzenmieze. Die Glotzenmieze kann nur durch die Rauschmuster auf ihrem fernsehartigen Gesicht kommunizieren. Diese Nachrichten sind schwierig zu entziffern, was dieses Monster häufig daran hindert, in Kontakt mit anderen Kreaturen zu treten. Warum wundert mich das nicht, dass die so ein Monster hat? Haylight ist zum Café Grammophon zurückgekehrt und schmollt, da Blutzeck mit der anderen Schnepfe abziehen wird. Ja, da wird jemand richtig eifersüchtig. Wie sagte sie, es geht darum, mit wem man abhängt und mit wem man unterwegs ist. So, dann schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Den haben wir, glaube ich, auch schon fertig gemacht. Genau, dem haben wir in den Bass getreten. Wo kommt der denn jetzt her? Wuff, wuff. Ja, super. Wolf, der Wuff macht. Katze gegen Hund, das wird interessant. Ui, der hat richtig eingesteckt, hä? Oh. Sieg, ohne einen Treffer einzustecken. Wow. Boah, tut mir leid. Ich hatte mich total in der Pom-Bonbon-Kassette verloren. Wie konnte mir das nur passieren? Also, wo habe ich den Knochen vergraben? Wuff, wuff. Willst du nicht vielleicht mit mir ein bisschen Hund spielen? Oder lieber Katze? Wen haben wir denn mit? Das Makabra. Versunkene Telefonzellen. Der ist neu. Sterntierchen. Wir verbrauchen erstmal die einfachen Kassetten, würde ich sagen. Je 6% nur. Das klappt ja gar nicht. So, unterstützen wir das mal. 32%, naja. 66%. Schlaf. Aufnahme gescheitert, das gibt's doch gar nicht. Und das mit 66%.
So, 47%. 74%. 74%. Sternchen aufgenommen. Yes. Sternchen sind neugierige Kreaturen und verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, in der unteren Atmosphäre von Neuviral zu schlafen. Relaxo 2.0. Gelegentlich schweben sie zu Boden, um zu fressen, bevor sie mit den Raketen auf ihrem Rücken wieder in die Luft steigen. Und guckt euch das an, was der Punkte hat. Den müssen wir unbedingt mit ins Team holen. Das ist anscheinend eins der stärkeren. Tut ja auch noch was anderes außer schlafen. Aufgewacht. Okay, gewonnen. Das klingt gut. Du hast das oft im Park gesichtete Monster namens Sternchen, eine schwebende Wurmkreatur, aufgenommen. Kehre zu Heulag zurück, um es ihm zu zeigen. Ja, wie geil. Das war jetzt aber mehr ein Unfall, dass das geklappt hat, ne? Das ist okay, hier ist auch Hafenstadt. Irgendwo hier wird doch ein Stein sein, oder? Ah, im Wasser. Boah, wie mies. Okay, an der Telefonzelle kann man leider nichts machen. Höhlen im Park von Neuviral. Okay, hier geht's zum Maul durch. Und ich glaube, jetzt kommen beim nächsten Mal richtig, richtig viele Kämpfe, deswegen. Beim nächsten Mal kämpfen wir uns durch diesen Tunnel, sonst wird die Folge zu lang. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bleibt treu dabei bei Kassettenbeast. Und mal schauen, ob wir uns für Kaylade entscheiden oder die andere. So, ach, guck mal, hier kann man ganz einfach wieder rein und raus. Okay, aber damit würde ich sagen, jetzt ist wirklich Schluss.